Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales, auf der Suche nach dem Chateaubrett für die Termiten und dem Eingang und allem. Schwierig, schwierig. Das hat er noch nicht. Können wir hier ihm irgendwie das mit den Kupferkesseln andrehen? Müssen wir ihm... So, können wir hier beim Ziel was machen? Eins nach dem anderen. Erst einmal muss ich den Zwergenweitwurf gewinnen. Den kannst du auch nichts mehr fragen. Brauchen wir auch gar nicht machen eigentlich. Tja, dann, Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Wusa könnte die kleinen Kerle auf... Dann nicht. Dann gehen wir zu Sloth. Dann müssen wir hier irgendwas machen. Verlasse die Berge. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der Spalte verkeilt haben. Auf jeden Fall schafft der Ballon es nicht, sie herauszuziehen. Können wir denen was geben, falls sie sich verkeilt haben? Diese Kupferkessel? Nee. Wie ärgerlich das immer ist, wenn man nicht weiterkommt und gar keinen Plan hat. Aber ich schaue jetzt einfach mal gerade nicht in die Lösung, weil ich das bisher das ganze Spiel ohne Lösung geschafft habe. Und ja, irgendwie will ich das jetzt auch schaffen. Aber hier ist auch nichts, ne? Es wird mir auch nichts angezeigt, dass ich hier was machen kann. Pfiff. Die beiden sind zu schwer. Zu schwer. Tja, kannst du was kombinieren? Das nicht und das nicht. Irgendwie, dann können wir nur noch zu ihr gehen. Nee, können wir gar nicht. Können wir? Ja, wir können noch zu ihr gehen. Hier ist aber auch rein gar nichts mehr zu tun. Vielleicht kann sie helfen, weil die so schwer sind. Kann sie fliegen helfen. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Sie hat noch ein paar Kapitel vor sich. Ach so, ich dachte, sie hilft vielleicht. Die Gute ist immer noch ganz die Alte. Genauso wenig furchteinflößend wie vor... gerade eben. Genau. Wie vor gerade eben. Es ist so blöd hier. Dann muss doch was in der Mitte zu tun sein. Das geht doch gar nicht anders. Hier muss irgendwas sein. Aber er will auch nichts irgendwie. Willst du ein paar Kupferkessel? Typ. Nein. Ja, dann gehen wir nochmal zu ihm. Was ist denn nun schon wieder? Ja. Er soll mal helfen. Ich brauche ein Brett. Ein Bett? Nein. Was bringt dich? Ich hätte dich. Das wäre unsinnig. Ich besorge dir eine Flasche Feuerwasser und du gibst mir dafür deinen Knochenbogen? Ich gebe dir das Hirschgeweih. Um meine Sehne musst du dich selbst kümmern. Kein Problem. Ja. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Dann gehe ich jetzt zurück ins Orklager. Aber denk mir halt, wo finden wir das Brett? Das ist doch das Komischste an allem. Ist das Brett vielleicht im Orklager selber trotzdem? Oder kann ich irgendwo hin, wo ich noch nicht war? So, und check's noch nicht oder so? Kannst du einen Tipi? Ich kann mit ihm reden. Ich habe die Kupferkessel. Sie sehen es für den Bogen logischerweise. Der schöne Kupferkessel ist ein bisschen komisch, aber ja. Das sind die Zahlen, die der Krämer später auf einen Zettel schreibt. Auf diesen Zettel, um genau zu sein. Am besten warte ich, bis ich mich darauf anspreche. Okay. Manu. Tja, können wir hier mit Ivo oder so reden? Sind die hier noch da? Ist hier noch irgendeiner von denen? Nee, sie kümmert sich ja um die Heimreise. Da oben ist natürlich auch keiner mehr. Na dann, nochmal das Ganze.
Termiten helfen mir nur, wenn ich ihnen dieses seltene Brett bringe. Irgendjemand hatte es für mich auf das Kissen im Zelt gelegt. Und ich... Ja. Betracht den Termitenhügel. Ist das aus dem Holz hier hinten vielleicht? Den Zwerg? Ist das Zwergenholz vielleicht? Mein zweiter Versuch wird besser sein, wenn die Termiten den Stamm aushöhlen. Nee, das sah aber auch ganz anders aus. Hier ist das Schild vielleicht. Der Häuptling hält mich für einen Spion der Erzhexe. Dabei wollen wir es belassen. Die Tarnung ist perfekt. Mit der Erzhexe legt sich auch so einer nicht an. Also ich glaube ja immer noch, dass wir eigentlich in die Gruft hätten gemusst fürs Brett. Aber irgendwie... Der komme ich besser nicht zu nahe, wenn sie mich... Naja. Okay, okay. Hier irgendwas. Ja, da drinnen wird es ja wohl nicht sein. Wir müssen das schon besorgen, würde ich sagen. Der will auch eigentlich nichts. Was bieten? Ich habe. Und was soll ich da? Ich bin. Daneben. Ich muss. Das hat nichts gebracht. Eins nach dem anderen. Ich bin verzweifelt. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal einen Cut machen. Sonst vergeht hier ewig die Zeit. Ich bin jetzt irgendwie überall schon gewesen und ich kapiere es nicht. Kann ich hier was hinlegen auf das Kissen? Oder mit ihm nochmal reden? Die Sehne, das bringt ja eigentlich auch nichts. Der Zettel könnte da hingelegt werden, aber das bringt auch nichts. Und er hatte nur einen Zettel dazugelegt zum Brett, damit es halt auch das Richtige ist. Das war natürlich gut so. Ich halte mich fern von ihm. Die ganze Sache ist so schon kompliziert genug. Okay. Dann kann ich ihn jetzt auch gar nicht mehr mit benutzen. Genau dort lag so unerwartet das Brett für die Termiten. Ich habe da so eine Theorie, wer es dort hingelegt hat. Wo ist das Brett? Ich? Er hat es ja eigentlich schon gesagt, da drin, aber da kommen wir nicht mehr rauf. Den dusseligen Friedhof. Und da waren halt auch wohl keine richtigen Gräber dabei. Also, ja, ich mache jetzt kurz einen Cut und schau mal nach, wo jetzt gerade der Haken ist, wo ich hier eigentlich hingehöre. Ja, bis gleich. Ja, ich bin verwirrt, aber anscheinend genau richtig hier. Es ist so, dass wir tatsächlich alles absuchen sollen und ihn dann nochmal anquatschen sollen. Hi. Oh, hallo. Und dann... Ja, hier. Ich finde kein Grab aus dem Jahr 1784. Dieser kleine Schritt fehlte mir. Ich glaube, auf dem Friedhof gibt es niemanden, der im Jahre 1784 gestorben ist. Glaubst du wirklich, irgendjemand erkennt den Unterschied zwischen einem Brett aus dem Jahre 1784 oder irgendeinem anderen Brett? Ich habe es mit Experten zu tun. Ach was, nimm doch einfach das Brett da und... Das ist das Brett. Hä? Das ist... Diese kleinen Mistviecher. Danke. Viel Spaß noch. Okay. Bis später, mein Freund. So easy peasy, echt. Das ist ein x-beliebiges Brett, aber diese eingebildeten Krabbelfiecher werden mir erneut abnehmen, dass es ein Chateau-Dings da ist. Ich sollte es dorthin legen, wo ich es finden kann. Und am besten es auch aufschreiben. Da war doch noch ein Zettel dabei. Jetzt gehen wir erstmal zurück ins Orklager. Das gibt's doch nicht. Alles probiere ich hier wild aus und dann fehlt mir echt nur diesen Typen da nochmal anzusprechen. Ach, sowas fuchst mich. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich hoffe, die nächsten Schritte werden nicht so schwer. Aber die kriegen wir doch hin. Nehme ich mal an. Jetzt legen wir das blöde, stinknormale Brett einfach auf das Kissen. Ich lege noch einen Zettel daneben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein altes Ich keine Ahnung von Brettern hat. Ein echtes Chateau-Dingster-Brett. Vielleicht kann das mal jemand brauchen. Genau. Okay. Das haben wir gemacht. Tschüss, Wilbur. Ach, da kommt er. Der Vergangenheits-Nate. Entschuldigung. Jo, das hat gut geklappt. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch.
Das wird witzig. Wir sind bereit. Termiten haben das Ding zerfressen. Wunderbar. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht? Du hast ja keine Ahnung. Als nächstes steht das Bogenschießen an. Dafür hat der Kuttenträger, also ich, Nate, also mir, den Knochenbogen besorgt. Richtig. Dafür brauchen wir das Feuerwasser. Das heißt, eigentlich müssen wir zurückgehen und mit ihm reden, oder nicht? Nee, wir müssen uns eigentlich nur da hinstellen und dann quatscht er ihn selber an, ne? Richtig. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht so etwas? Nein, aber ich kann dir einen besorgen. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 97 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Ach, warum das denn? Ich hab genug von Kupferkesseln. Ich hab den halben Tag in der Drachenhöhle... Tu es. Dann besorg ich dir den Bogen. Okay. Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann... Mäh, vor allem. Alles klar, ich hab's ihm gesagt. Gut, ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel, das ist genial, damit tue ich was? Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du, bist du sowas wie ein Wahrsager? Ciao. Witzig. Mäh. Das war lustig. So, das hat er gut gemacht. Ja. Ich weiß nicht, warum gehen wir jetzt raus? Weil wir... Boah, die Kessel, die braucht der Typ ja. Ja, gehen wir jetzt einfach wieder zurück. Nee, mit dem reden wir nicht. Aber mit ihm reden wir. Ach so. Moment, was machst du? Geh zurück. Na, willst du jetzt meine Kessel? Was kann ich für den Herrn tun? Um nochmal auf das Feuerwasser zurückzukommen. Was bieten Sie mir an? Na, die Kessel natürlich. Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, oder? Es ist mein Job, alles zu wissen. Also gut. Deal. Ganzen Kupferkessel. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sei vorsichtig. Sie ist wertvoll. Okay. Witzig. So, wir gehen jetzt wieder raus natürlich zum Tipi, wenn es geht. Können wir? Dürfen wir? Können wir schon? Nicht so? Komm, dann eben von hier aus. Der kriegt jetzt sein Feuerwasser und wir kriegen dann seinen Bogen. Komm, lass das mal los. So. Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum? Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Gib schon her. Und er hat seine ganzen Kessel, die er selber gemacht hat, dafür geopfert. Hier hast du das Geweih. Oh. Danke. Ach, nicht so laut. Voll der fertige Taure. So. Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben... meinen altbewährten Knochenbogen. Juhu! Den haben wir geschafft. Dann gehen wir natürlich zurück. Ins Orklager mal wieder. So. Stellen wir uns da hin und dann kriegt ihr den Bogen in die Hand gedrückt. Hey du da, Kapuze! Wo ist mein Bogen? Hier. Danke. Warum tust du das? Nimm. Vielleicht will er mich hier einfach noch ein wenig beschäftigen, damit die Schattenarmee genug Zeit hat, das Lager zu umstellen. Was bin ich misstrauisch?
Ja, so wie er sich verhält, ist es ja auch komisch. So, jetzt gehen wir natürlich hinterher. Jetzt kommt nämlich die letzte Sache. Oder was? Was sagt der? Och, nö. Der ist ja total down jetzt, weil er verloren hat, nehme ich mal an. So, letzter Wettkampf. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht... Ich... Heulst du gleich? Der gute Bogen. Komm nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Okay. Was mit Wilbur? Ist der jetzt nicht auch mal dran? Und es gab schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Ja, aber das haben wir eigentlich schon erledigt. Das können wir ja eh nicht machen. Ja gut, dann gehen wir jetzt zu den beiden da oben. Ja. So. Die beiden müssen die aufhalten, die Massas. Das heißt, wir müssen denen helfen. Wie helfen wir denen? Wie kriegen wir die leichter? Können wir die hier irgendwie mit der Konstruktion? Pipapo. Die beiden sind zu schwer. Es kann auch sein, dass sie sich in der... Warte mal, vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell weggegangen. Oder wir finden hier irgendwie... Nee, keine Ahnung, was ich... Ach so. Hätte sein können, dass wir hier noch was finden. Dann gehe ich nochmal ins Orklager. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu schnell weg. Oder wir müssen mit ihm nochmal reden und uns helfen lassen oder so. Der Häuptling hält mich für einen Spion. Ja, gut. Dann ist die Tarnung super. Massas ist weg. Er will auch nichts mehr von ihm. Vielleicht haben wir hier irgendwas noch, was wir nehmen können. Tritt das Zelt. Da wird wohl nichts mehr sein. Können wir jetzt beim Ziel was sehen? Ich bin so gut. Und Nate auch. Ja, ganz klasse. Da ist nichts mehr. Ist im Zelt noch was drin? Auch wenn wir das schon 100.000 Mal jetzt geguckt haben. Da können wir nichts machen. Ja, er will die aufhalten. Dann weiß ich auch nicht. Dann doch vielleicht bei denen. Zur Erdwichtelhöhle würde ich lieber nicht mehr gehen. Möchtest du bei ihr dann helfen? Komm, die muss doch mal was tun hier, die Uschi. Die soll mal helfen. Ich lass sie lieber in Ruhe. Manu. Gute ist immer. Nichts, was ich hier tun kann. Wie immer. Puh. Kann er vielleicht nochmal helfen? Ich lass ihn und sein. Okay. Also auch hier nichts. Und die Frage ist, wie machen wir die Trolle da? Die kriegen wir die leichter? Tja. Die beiden sind zu schwer. Muss er sich hier vielleicht einfach nur verstecken, bis Massas kommt? Aber er muss sie ja erstmal rausholen, oder? Oder müssen wir sie runterwerfen, damit sie da unten dann einfach ist? Kann natürlich auch sein. Wäre ja auch eine Idee gewesen. Aber nein. Das ist es auch nicht. Was ist es dann? Ich habe doch nur noch den Kupferkessel. Ich denke auch immer, dass ich da oben noch was machen kann, aber... Verlasse die Berge. Na dann. Dann Pech? Einen Versuch mache ich noch hier vorne. Aber hier ist auch nichts. Gibt's nicht, oder? Steck schon wieder fest. Bis gleich. So, es ist wieder jemand, mit dem ich reden soll. Ich sollte mir angewöhnen, mehr zu reden. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit ihm nochmal reden will. Aber er redet mit ihm und das hilft uns. Hallo. Was denn nun schon wieder? Können du und dieser Kriegerverschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch, mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient.
Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring? Oder mein letztes Hemd? Ja. Also... Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Banker. Tun Sie nichts, was Sie später bereuen würden. Ein Verkleinerungsring. Ganz umsonst. Yeah. Und den hätten wir natürlich auch viel schneller kriegen können. Aber gut, kann man alles vorher nicht wissen. Wir gehen natürlich zu den beiden. Was wird uns das nicht helfen? Schrumpfring. Hey, Love. Ja, Freund Nate? Ich werfe euch einen Ring runter. Lass ihn ja nicht fallen. Also gut. Aufpassen, Grump. Okay, zieht ihn an. Da kommen sie. Ach, süß. Voll klein. Schnappt sie euch, Jungs. Da hat jemand ein kleines, speckiges Problem. Wie klein die waren. Voll witzig. So, jetzt können wir natürlich zurückgehen. Ja, und sind eigentlich durch. Nate müsste jetzt fertig sein. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Jawohl. Ich bin Erster. Wie Wilbur wohl beim Austausch des Artefakts vorankommt. Ja, jetzt ist Wilbur dran. So, Mission Impossible, Wilbur. Das hat nicht so gut geklappt. Kleiner Wilbur. Die Luft ist rein. Jawohl, die Luft ist rein. Und das Kästchen, das gucken wir uns an. Aha. Ich scheine gerade Hilfe für den Kistentransport zu suchen. Das ist meine Chance. Ja, dann tausch das mal aus. Da ist es schon. Verflixt. Und da hat er den Spiegel kaputt gemacht, oder? Ach, das war das Geräusch. Und dann Hallo? Macht er ihn nach. Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los. Artefakt hat er zu sich genommen und ist ausgetauscht. Sehr schön. Es ist also nicht in den falschen Händen. Da sind die Termiten. Cool. Aber... Wilbo muss natürlich mitmachen. Sonst wird's merkwürdig. Also los. Das war sehr knapp. Schön. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetraut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefasel nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten!
dabei. Hat man uns gefangen genommen? Yep. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Yep. Wo ist Ivo? Hier da bin kommt ich. Ivo. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Ui. Hüpft drauf. Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Also schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Jawohl, aber darum kümmern wir uns im nächsten Part von The Book of Arnvin Tales. Wir sind ein ganzes Stück weiter und jetzt dauert es euch nicht mehr lange. Ein paar wenige Parts noch und dann wird das Spiel zu Ende sein. Schade, aber sehr schön auch, dass wir es soweit schon geschafft haben. Ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann!